Vielen Dank. So, jetzt Ich würde schauen jetzt wir auf auf Tagesordnungspunkt den nächsten 6a Tagesordnungspunkt, den die bis 6b, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth jetzt Beratung aufrufen mehrerer wird. Vorlagen Die zur gesunde Änderung der Ernährung, die steht im Richtlinie. Mittelpunkt einer jetzt ungefähr einstündigen Debatte. Nun könnte man fragen, was hat der Bundestag, was hat die Politik Nach damit zu tun, einer wenn es um gesunde interfraktionellen Ernährung Vereinbarung sind geht? in Aber Absprache zumindest so viel, wenn es 60 nämlich Minuten vorgesehen. darum geht, dass es um bessere Kennzeichnungspflichten Dazu für gibt es Nahrungsmittel, auch kein um Widerspruch. hochwertiges Dann ist es wohl Schulessen oder beschlossen. um soziale Aspekte der Ernährungspolitik, wenn es zum Beispiel geht um die Versorgung von finanzschwachen Familien und Kindern, dann könnte die Politik zumindest ein Wort mitreden bei der gesunden Ernährung. Verschiedene Oh, Fraktionen haben würden hier die Anträge Kolleginnen und vorgelegt, die Kollegen beraten werden und die Grundlage dieser Debatte Platz sind. Die nehmen? Grünen beispielsweise, die fordern eine Gespräche voneinander. Ernährungswende. Die AfD-Fraktion Worte fordert führen hier nicht Bilder. hochwertigeres Schulessen und eine bessere Dann Kennzeichnungspflicht bei eröffne ich die bestimmten Lebensmitteln. Und auch Aussprache die Linke und hat gebe einen das Wort Antrag an vorgelegt, Renate wo es um die soziale Künast-Bücher, die Ernährungspolitik Grünen. geht. Gute Ernährung für alle Kinder fördern. Und wir werden zu den Vorlagen mehr hören. Und jetzt erste Rednerin Renate Künast für die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es mal gleich am Anfang zu sagen, unser Ernährungssystem ist gescheitert. Es macht gar keinen Sinn, an der Stelle nur im Klein-Klein rumzureden. Dieses System ist gescheitert. Es ist so, dass die sogenannte industrielle Revolution im Ernährungsbereich unsere Ernährung radikal verändert hat, und zwar definitiv nicht zum Besseren verändert hat, meine Damen und Herren. Das Essen in den Regalen ist der beste Beweis dafür. Und eigentlich müsste ja jetzt die CDU klatschen, also die immer sagen, wir vertreten die Bauern, weil sie haben ja eigentlich auch kein Interesse daran, dass die Regale überfüllt sind mit süßen, salzigen, fettigen Fertigprodukten, Schokoriegeln, sogenannten Frühstückscerealien, wo immer sie hingehen können. Nur das klare landwirtschaftliche Produkt sehen Sie an der Stelle gar nicht mehr, meine Damen und Herren. Die Hälfte aller in Deutschland verkauften Lebensmittel sind Fertigprodukte. Und weil die meisten so viel Zucker, Salz und Fett enthalten, schaden sie bei regelmäßigem, umfassenden Verzehr der Gesundheit. Meine Damen und Herren, immer mehr Menschen sind, während wir über Hunger auf der Welt reden, sind von Fehlernährung und durch Fehlernährung übergewichtig und krank. Das ist in Deutschland jeder vierte Erwachsene und 15% der Kinder und Jugendlichen, die übergewichtig sind. Und das ist jetzt nicht irgendein triviales Thema, meine Damen und Herren, sondern diese Art von veränderter Lebensmittelproduktion, von hochverarbeiteten Lebensmitteln, die uns überall entgegenkommen, haben eben unsere Art, wie wir uns ernähren, komplett verändert. Und sie haben nicht nur dies verändert und unsere Gesundheit, sondern sie haben auch die Landwirtschaft an dieser Stelle verändert, die nur noch als Rohstofflieferant für Billigprodukte da ist, meine Damen und Herren. Der massenhafte Einsatz von Pestiziden, von Glyphosat führt dazu, dass Böden degradiert werden, dass bestäubende Insekten und Bienen aussterben. Und genau deshalb sage ich, unser jetziges Ernährungssystem ist gescheitert, weil er eben nicht Bestandteil ist von einer regenerativen Produktion, meine Damen und Herren. Und wir wissen, alle leiden darunter. Und während die großen Agrarchemiekonzerne und Lebensmittelkonzerne sich eine goldene Nase verdienen, sind die am Anfang der Produktion, die Bauern, die am dümmsten dran sind. Meine Damen und Herren, erleben wir einen Raubbau. Wir erleben, dass am Ende der Einzelne, also die dann wegen der hochverarbeiteten Lebensmittel übergewichtig sind, dieser Einzelne hat schlechtere Chancen im Leben, meine Damen und Herren. Und es ist nicht nur diese einzelne Person, meine Damen und Herren, mit einer Vielzahl von Erkrankungen, die ja bei Diabetes anfangen, bei Gelenkproblemen, Herz-Kreislauf-Problemen weitergehen bis hin zur Demenz. Meine Damen und Herren, das sind Probleme, die der Einzelne hat. Die Gemeinschaft hat 30 Milliarden Euro jedes Jahr zu zahlen. 30 Milliarden Euro jedes Jahr für die Sozial- und Gesundheitskosten aufgrund dieser, ich nenne es mal, Überernährung. Und deshalb sage ich noch mal, unser Ernährungssystem ist gescheitert. Wenn das Ergebnis ist, kann man es nicht anders sagen. Es ist deshalb also allerhöchste Zeit, endlich zu handeln, meine Damen und Herren. Und ich könnte auch sagen, dass wir deshalb wissen, dass im 21. Jahrhundert
die Ernährungsfrage eine der zentralen sozialen, gesundheitlichen und Umweltfragen sind, die auch mit den Lebensgrundlagen zu tun hat, von jedem Individuum, aber von der Gesellschaft insgesamt an dieser Stelle. Und dann können wir uns doch nicht einfach sagen, die einen zahlen die Kosten, die anderen machen die großen Profite auch an den Börsen, meine Damen und Herren. Frau Künast, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen von der FDP? Bitte. Vielen Dank, Frau Kollegin Künast, dass ich diese Zwischenfrage stellen kann. Nachdem Sie eben erklärt haben, dass Ihrer Meinung nach das Ernährungskonzept für Deutschland gescheitert sei, möchte ich Sie fragen, ob Sie bereit sind, mit mir zur Kenntnis zu nehmen, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die in Deutschland hergestellt werden, zu den qualitativ hochwertigsten zählen, die zu den strengsten Umweltauflagen produziert werden? Oder möchten Sie tatsächlich bei diesem Urteil bleiben? Vielen Dank. Lieber Herr Kollege, das ist ja schön, dass Sie das ansprechen, weil mir das die Gelegenheit gibt, noch mal aufzuzeigen, dass eigentlich Ernährung und Landwirtschaft zusammengehören. Ich habe hier aber von hochverarbeiteten Lebensmitteln geredet. Sie reden jetzt von den Rohstoffen, die die Landwirte bringen an dieser Stelle. Das ist, meine Damen und Herren, auf der einen Seite zu trennen, auf der anderen Seite gehört es zusammen an der Stelle. Wenn ich mir die Rohstoffe angucke, haben wir natürlich jede Menge guter und brillanter Rohstoffe, die die Landwirtschaft herstellt. Wir haben allerdings auch, dafür kann die Landwirtschaft nicht alleine was, Pestizidrückstände, die im Essen am Ende auch ernährungsbedingte Erkrankungen hervorrufen. Aber wenn Sie mir eine Sekunde zugehört hätten, hätten Sie auch gemerkt, dass ich ja über was anderes geredet habe, nämlich nicht nur über die landwirtschaftlichen Rohstoffe, sondern über das Fertigprodukt im Regal. Da steht Frühstücksriegel oder da steht Frühstückscerealien. Wenn Sie aber drauf gucken, geht es bei diesen Frühstückscerealien nicht im Kern um die Haferflocken oder so, die der Bauer hergestellt hat oder die Bauernfamilie, sondern es geht um Zucker, um Palmfett und jede Menge künstliche Aromen. Und darüber rede ich. Deshalb haben wir vielleicht gar nicht so einen großen Dissens an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Deshalb sage ich ja, ist gescheitert. Die Ministerin, Ernährungs- und Agrarministerin, nennt ihr Ministerium so schön Lebensministerium. Das kenne ich von vor 15 Jahren. So nannten sich die Österreicher, aber dann offiziell im Titel. Aber ich kann nur sagen, was sie draufschreiben, muss dann auch drinstehen. Da müssen es auch Mittel zum Leben sein, die da rauskommen. Da müssen sie sich auch um das Leben der Menschen und ihre Gesundheit und die Gesundheit der Kinder kümmern, meine Damen und Herren. Dann brauchen wir eine ehrgeizige Reduktionsstrategie, nicht eine, die ein Geschenk ist quasi an die Lebensmittelindustrie, wo die Ziele festlegen sollen. Und am Ende kommt vielleicht bei den Zielen nicht mehr oder nicht weniger raus als das, was Ernährungsberäte, Ernährungsbewegung und Hunderte von Kinderärzten in dieser Gesellschaft längst gefordert haben und die Konzerne zwingt, längst etwas zu tun, meine Damen und Herren. Ich habe mir mal aus Paris eine Flasche mitbringen lassen und eine in Deutschland gekauft. Wenn ich solche Flaschen und ihre Inhaltsstoffe vergleiche, stelle ich was fest? In Frankreich ist 6,5% Zucker auf 100 ml, in Deutschland 9,1% Zucker, meine Damen und Herren. Sie sehen also, wenn man Maßnahmen macht und konkrete Reduktionsziele vorgibt, dann könnte man längst reagieren, und das fordere ich von Ihnen auch. Die Ampelkennzeichnung Nutri-Score, wenn auch abgeschwächt, wird längst von einigen Unternehmen, Chibo, Danone und anderen benutzt. Dann lassen Sie uns das jetzt auch rechtlich vorgeben, meine Damen und Herren. Ich meine, die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz. Selbst Chile hat es geschafft. Also nicht nur hier bei uns, auch Chile hat es geschafft. Sie haben eine strenge Kennzeichnung für Lebensmittel auf den ersten Blick. Werbung für bestimmte Süßigkeiten und so gegenüber Kindern ist nicht erlaubt. Süßigkeiten und Limos werden an Schulen nicht mehr verkauft, sondern Wasser, meine Damen und Herren. Und das Schulessen ist grundsätzlich umgestellt worden. Und genau das brauchen wir auch, meine Damen und Herren. Genau das brauchen wir. Und das versuchen wir mit unserem Antrag. Es geht nicht darum, nur individuell von Menschen Verhaltensänderungen zu verlangen, wenn das ganze Umwelt und das Umfeld so ist, dass einem Süßigkeiten, hochkalorische Lebensmittel, hochverarbeitete Lebensmittel entgegenkommen, sondern wir müssen eine Ernährungswende organisieren, zusammen mit einer Agrarwende noch mal in Richtung FDP, die tatsächlich es so macht, dass man nicht sagen muss, Frau Klöckner, man soll die Wahl und Auswahl leichter machen. Nein, wir müssen die Verhältnisse so machen, dass der Alltag einfach ist. Darf ich an die Redezeit erinnern? Ja, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Das heißt,
Ernährung muss Teil der Stadtentwicklung sein. Die Gemeinschaftsverpflegung vom Kindergarten über Krankenhäuser bis Seniorenheim muss komplett umgestellt werden. Wir brauchen eine nationale Strategie, die Reduktionsziele vorgibt. Wir brauchen eine Nährwertkennzeichnung und wir müssen die Kinder schützen, was das Thema Lebensmittelwerbung angeht. Die Prämisse, meine Damen und Herren, muss sein, wir schützen die Gesundheit der Menschen, wir schützen die Kinder und nicht die Profitinteressen der Konzerne. So geht Ernährungswende. Vielen Dank, Renate Künast. Und Renate Künast hier zum Auftakt dieser Debatte über ja, gesunde Ernährung. Aber das Feld ist natürlich sehr viel weiter. Verbraucherschutz und Agrar spielen eine Rolle. Und passend zu dieser Debatte wird heute Abend die Grüne Woche in Berlin eröffnet, die weltweit größte Agrar- und Ernährungsmesse. Und das wird hier sicher auch noch mal eine Rolle spielen. Und dort finden auch parallel zu der Ausstellung immer diverse Foren statt, wo auch über diese Themen diskutiert wird. Marlene Mortler jetzt für die CSU. Frau Künast, niemand muss Fertigprodukte essen, jeder kann. Wie Sie es andererseits fertigbringen, unsere Bauern und Bäuerinnen im Land zu bedauern und gleichzeitig massiv in die Pfanne zu hauen, das bleibt Ihr Geheimnis. Drittens, die Menschen in unserem Land werden immer älter und bleiben immer länger gesund. Auch das gehört zur Wahrheit. Ob Mangel, ob Fehl, ob Unter- oder Überernährung, meine Damen, meine Herren, das Thema Ernährung, Welternährung wird neben der Digitalisierung ein zentrales Zukunftsthema sein. Insofern sind wir einig mit der Vorrednerin. Es gibt aber aus meiner Sicht keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel, sondern es gibt gesunde oder ungesunde Ernährungsweise. Und ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht jetzt und in Zukunft auf meinen geliebten Bavaria Blue verzichten, auf mein Schäufele mit Kloß und auf einen mehrfach panierten fränkischen Karpfen im Fett herausgebacken. Das hat was mit Genuss, mit Lebensqualität und mit Regionalität zu tun. Und natürlich muss uns allen klar sein, dass genießen heißt, nicht jeden Tag davon, sondern ab und zu. Auf der anderen Seite kann es nicht die Aufgabe des Staates alleine sein, uns jeden Tag unser Essen mundgerecht und bedarfsgerecht zu servieren. Es ist aber, ohne Wenn und Aber, Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen und zu kontrollieren, dass unsere Lebensmittel sicher sind. Und meine Damen, meine Herren, mir ist klar, wir leben in einer Zeit, in der gute Nachrichten schlechte Nachrichten sind und in der schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. Aber wir kommen nicht um die Fakten herum. Und die gute Nachricht ist für mich, dass Proben, staatliche neutrale Proben 2017 ergeben haben, dass nur 1,1% unserer Lebensmittelrückstandsmengen über dem Höchststand quasi enthalten haben, also überhaupt Rückstände enthalten haben, aber bei weitem nicht gesundheitsgefährdend, dass gleichzeitig 1,9% der Lebensmittel aus anderen EU-Mitgliedstaaten belastet waren und dass 6,3% der Lebensmittelproben aus Drittstaaten entsprechend belastet waren. Es freut uns erstmal, weil die Zahlen aus deutscher Sicht nahezu um 1% zurückgegangen sind. Zweitens, das Nahrungsmittelangebot in unserem Land war noch nie so vielfältig wie heute. Die internationale Grüne Woche lässt grüßen. Und auch hier erleben wir eine weltweite Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Darüber freue ich mich. Das heißt, die Basis für eine ausgewogene Ernährung wird uns täglich, uns Verbrauchern, auf dem Silbertablett serviert. Unabhängig davon gilt für mich nach wie vor, die beste Medizin
ist und bleibt eine abwechslungsreiche, eine bedarfsgerechte Ernährung und am liebsten auch noch saisonal und regional. Und gerade die neuen Ernährungsstile, ob vegan, vegan, Paleo, wie sie alle heißen, entbinden uns als Verbraucher nicht davon, unser eigenes Ernährungsverhalten immer wieder zu hinterfragen. Essen findet eben nicht nur in der Gemeinschaftsverpflegung, sondern auch zu Hause statt. Und Essen ist für mich nicht nur bloße Nahrungsaufnahme. Essen hat für mich mit Ritualen zu tun, mit Werten, mit Wertschätzung. Und wie emotional das Thema Ernährung und Essen sein kann, haben wir gerade an der Vorrednerin erlebt. Und dass Ernährung in hohem Maße auch politisch ist, das wissen wir seit Längerem. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung der Kollegin Christmann von den Grünen? Das machen wir am Schluss. Und wenn, Frau Präsidentin, und wenn Foodwatch vor kurzem in einer Pressemitteilung Folgendes gesagt hat, ich zitiere, jetzt ist es also amtlich. Diese Ministerin, und man meinte Julia Klöckner, unsere Ministerin, wörtlich ist gesundheitsgefährdend, dann finde ich das in hohem Maße unanständig. Wir sind uns einig, wir brauchen keine an Kinder gerichtete Werbung. Und wir brauchen damit auch keine Kinderlebensmittel, denn wir wissen schon, dass diese in der Regel teurer sind für die Eltern, dass sie aber oft auch gehaltvoller sind, alles Dinge, die Kinder nicht brauchen. Wir brauchen aber Initiativen und Lösungen, wie die zum Beispiel von Frau Professor Enzenauer vom Haunerschen Kinderspital in München. Sie hat es mithilfe einer Studie geschafft, adipösen Schwangeren durch gezielte Aufklärung, und dazu gehört auch bewusster Stillen dazu, dass deren Kinder und Babys in späteren Jahren seltener an Übergewicht leiden bzw. erkranken. Das ist aus meiner Sicht eine wirklich eine effektive Maßnahme. Und meine Damen, meine Herren, eine Ampelkennzeichnung kann und wird dem Verbraucher nicht abnehmen, dass er Lebensmittel kritisch prüft. Wer sich zum Beispiel ein Auto kauft, der fällt ja seine Entscheidung auch nicht alleine nach dem Aussehen oder irgendeinem Prüfsiegel, sondern er informiert sich zumindest über Leistung, Verbrauch oder Ausstattung. Und deshalb finde ich es wichtig und richtig, dass unsere Ministerin Julia Klöckner mit ihrer Reduktionsstrategie einen guten Einstieg geschafft hat. Reduzieren heißt Zucker, Fett, Salze im Blick zu haben, weil diese Strategie einerseits auf Innovationen bei der Ernährungsindustrie und beim Handwerk setzt, aber andererseits auch auf Bewusstseinsbildung beim Verbraucher. Das heißt, unser gemeinsames Ziel muss es sein, das Bewusstsein bei unseren Bürgerinnen und Bürgern für eine gesunde Lebensweise und für einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln zu stärken. Leider hat die Einführung von Nährwertangaben zuletzt noch nicht zu einem veränderten Konsumverhalten geführt. Auch das gehört zur Wahrheit. Und deshalb sage ich abschließend, und es ist eine ganz persönliche Meinung, von der ich aber fest überzeugt bin, wenn wir wirklich mehr in Sachen Aufklärung und Verbraucherverhalten ändern und verändern wollen, dann müssen wir auch ernsthaft jetzt und in Zukunft über eine staatliche, über eine vor allem neutrale Ernährungsberatung nachdenken. In diesem Sinne, wir lehnen die Anträge der Opposition ab und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marlene Mortler. Die Anträge der Opposition kommen von Grünen, Linken und auch der AfD-Fraktion. Aber bevor es jetzt hier in der Debatte weitergeht, gibt es noch eine Kurzintervention von Anna Christmann von den Grünen. Ich würde gerne nachfragen, weil Sie gesagt haben, jeder kann sich völlig frei entscheiden, wie er sich ernähren kann in diesem Land. Und ich freue mich ja auch darüber, wenn Sie Lieblingsgerichte haben, die Sie gerne essen. Da möchte Ihnen, glaube ich, niemand reinreden. So haben wir das alle. Aber die Realität ist doch, dass sich ganz viele Menschen auch in unserem
im Land, die eben nicht die finanziellen Mittel vor allem haben, sich so ausgewogen saisonal zu ernähren, wie wir das hier alle vielleicht für am gesündesten hätten, sondern dass gerade armutsbedingt oft eine Ernährungsweise mit einhergeht, die eben nicht so ausgewogen ist, weil die Fertigprodukte eben oft viel günstiger sind als das, was ich mir selber koche. Und ich würde vor allem deswegen fragen, wo Sie denn da den Verlust des Genusses sehen, wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel, wie das Beispiel der Kollegin Künast war, innerhalb der Fanta den Zucker zu reduzieren, wo da der Genussverlust für Sie sein soll und ob Sie nicht durchaus ein Problem darin erkennen, dass gerade Kinder in armutsbedingten Familien eine sehr schlechte Ernährungsweise haben und ob das nicht auch ein konkreter Beitrag wäre, diese Ernährungsweise zu verbessern. Frau Mortle. Liebe Frau Kollegin, da sind Sie ja bei mir genau an der richtigen. Als gelernte Hauswirtschafterin bzw. Hauswirtschaftsmeisterin weiß ich sehr wohl, dass man sich mit wenig Geld sehr gut und auch sehr ausgewogen ernähren kann. Ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, aber ich könnte jetzt rauf und runter aufzählen, was alles möglich ist, was Sie vielleicht für unmöglich halten. Erstens. Zweitens, zum Thema Zuckerreduktion. Ich halte es schlichtweg für zu wenig, wenn ich alleine den Zucker reduziere und dann damit werbe und sage, weniger Zucker, und am Ende vielleicht die Antwort oder die Lösung kommt, oh, da kann ich ja mehr davon essen oder trinken. Das heißt, auch hier fängt das Ganze wieder mit einem Bewusstseinswandel an. Ich kann es dem Verbraucher und ich kann es mir selber nicht ersparen, dass ich selber Eigenverantwortung habe und meinen persönlichen Beitrag dazu leisten muss. Und deshalb am Anfang, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel per se, aber es gibt eine ungesunde Ernährungsweise, einen ungesunden Lebensstil, wo mich der Staat sicherlich, und deshalb mein letzter Appell, mit einer neutralen, mit einer guten Ernährungsberatung, der auf alle Zielgruppen in unserem Land ansetzt, hilft und unterstützt. Vielen Dank. So, jetzt weiter in der Aussprache mit Verena Hartmann für die AfD-Fraktion. Die Fraktion der AfD hat ebenfalls einen Antrag vorgelegt, Förderung einer gesundheitsbewussten Ernährung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer, hier und heute geht es um gesunde Ernährung. Pünktlich zur Jahreswende hat sich bestimmt sicherlich wieder jeder vorgenommen, weniger von allem zu essen, weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fette und natürlich mehr Obst und Gemüse, wie sich das gehört. Auch die Regierung hat den Standpunkt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Er solle doch Sport treiben, mehr Sport treiben, besser darauf achten, was man isst. Aber was essen wir denn eigentlich? 50%, wie schon Frau Künast gesagt hat, aller gekauften Lebensmittel sind bereits verarbeitet. Und darin sind massig versteckte Salze, Fette und Zucker drin. Und die Verantwortung dafür trägt die Lebensmittelindustrie. 2016 wurde zwar die Nährwerttabellen eingeführt als Pflichtangabe auf den Produkten, aber ist es dadurch besser geworden? Nein. Das Robert-Koch-Institut stellte 2017 fest, über 50% der Bevölkerung leiden an Übergewicht. 25 sind gar adipös, 25%. Und 15% unserer Kinder sind bereits übergewichtig. Doch warum funktioniert das mit den Nährwerttabellen nicht wirklich? Ganz einfach. Es gibt viel zu viel verschiedene Salze, Fette und Zucker. Allein für Zucker gibt es 70 verschiedene Namen. Um Nährwerttabellen richtig lesen und Schädliches richtig erkennen zu können, bräuchte man ein Diplom in Chemie. Und für die kleine Schrift müsste man Adleraugen besitzen. Die Tricks der Lebensmittelindustrie sind unerschöpflich. So werden verschiedene Salze, Fette und Zucker in einem Produkt verwendet, damit die einzelnen Mengen nicht zu viel aussehen und die Inhaltsstoffe eben nicht auf Platz 1, 2 oder 3 der Rangliste auf der Nährwerttabelle landen. Zusammengefasst bekommt man nicht nur einen Zuckerschock. Allein in einem 150 Gramm Becher Erdbeerjoghurt für Kinder sind im Durchschnitt 12 Stück Zucker drin. Und stellen Sie sich mal vor, das wäre in Ihrem Kaffee. Da würde der Löffel stecken bleiben.
Und so etwas bieten wir nichtsahnend unseren Kindern an. Die Süßwarenregale im Discounter sind im Grunde die ehrlichste Geschäftsbeziehung, die man mit der Lebensmittelindustrie haben kann. Wenn ich mich da für Fett, Zucker und Salz entscheide, dann weiß ich das von alleine. Es ist meine Verantwortung. Ich entscheide mich bewusst und weiß, es geht auf die Hüften und ist auch sonst nicht gesund. Auf unsere Kinder haben es besonders Coca-Cola, Ferrero, McDonald's und Co. abgesehen. Die Ernährungsgewohnheiten werden in der Kindheit und Jugend geprägt. Und genau da setzen sie an. Ihr oberstes Ziel ist es, sie so zeitig wie möglich an diese Produkte zu binden. 90% sogenannter Kinderlebensmittel sind noch zuckerhaltiger, noch salziger und noch fettiger. Also sind noch ungesünder als das, was wir normalerweise zu uns nehmen. Kinder werden mit Werbung und Marketingkampagnen bombardiert. Trickfilmfiguren führen auf Joghurtdeckeln zum gewünschten Ziel, Plastikspielzeug bei McDonald's. Von den Süßigkeiten im Kassenbereich und in den Apotheken will ich gar nicht erst anfangen. All das muss unterbunden werden. Unsere Regierung verlässt sich auf eine freiwillige Selbstverpflichtung. Die Lebensmittelindustrie nutzt dies schamlos aus. Verbraucherschützer, die WHO, der Ärzteverband, Gesundheitsverbände kämpfen für eine bessere Kennzeichnung. Wir als AfD haben da eine Lösung. Wir favorisieren für mehr Transparenz eine Positivkennung nach schwedischem Vorbild durch das K-Hol-Modell. Damit werden Lebensmittel farbig gekennzeichnet, die fett-, zucker- und salzarm sind, aber ballaststoffreich und vom Verbraucherschutzministerium als gesund bewertet werden. Dadurch herrscht Klarheit für die Lebensmittel und beim Verbraucher. Und durch die Sensibilisierung der Verbraucher auf diese Kennzeichnung werden die Hersteller die Zucker-, Salz- und Fettschraube ihrer Produkte herunternehmen müssen, um langfristig Verluste zu vermeiden. Die Gemeinschaftsverpflegung, vor allem in Kitas und Schulen, muss besser werden. Ein Mittagessen muss es für alle Kinder geben. Egal wie die Versorgung zu Hause ist, mit dem Schulessen wäre für eine warme Mahlzeit am Tag bei jedem Kind gesorgt. Es wäre gut investiertes Geld. Die AfD fordert, die EU-weite Ausschreibung von Schulessenanbietern abzuschaffen. Sie ist nicht zielführend. Wir brauchen eine regionale Ausschreibung. Wir brauchen verbindliche Qualitätsstandards für hochwertiges Schulessen bundesweit. Die Versorgung mit regionalen und saisonalen Produkten muss an erster Stelle stehen. Wir fordern die Einführung eines praktischen Unterrichtsfachs für Ernährung. Schüler sollen gesunde Lebensmittel kennenlernen, sie zubereiten und selber kochen. Anders als es die Grünen vorschlagen, wollen wir kein weiteres Theoriefach. Die Kinder haben genug Stress in der Schule. Die Aufgabe der Bundesregierung ist es, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und ich appelliere an Frau Klöckner, haben Sie den Mut, trauen Sie sich für die Gesundheit der Menschen in unserem Land. Wir brauchen eine gute Ernährung als den zentralen Baustein der Gesundheitsvorsorge. Vielen Dank. Vielen Dank, Verena Hartmann war das für die AfD-Fraktion als Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. In diesem Ausschuss sitzt auch die nächste Rednerin, allerdings für die Sozialdemokraten. Das ist Ursula Schulte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal ist es ja tröstlich, wenn man mit seinen Problemen nicht alleine ist. Geteiltes Leid ist halt halbes Leid, aber hilfreich und zielführend ist es nicht, wenn in allen europäischen Ländern die Gesundheit von Menschen durch ungesunde Ernährung beeinträchtigt wird. Vor allen Dingen darf uns diese Tatsache nicht dazu bringen, dass wir die Hände in den Schoß legen. Das tut die Koalition auch nicht. Nach Jahren, ich will es mal nennen, des freundlichen Stillstandes unter Minister Schmidt nimmt das Thema gesunde Ernährung Fahrt auf, und das ist gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders besorgniserregend ist vor allem der Anstieg von Adipositas mit den entsprechenden Folgeerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Erschwerend kommt hinzu, dass das in der Kindheit erlernte Ernährungsverhalten oft ein Leben lang beibehalten wird. Genau hier müssen wir ansetzen, denn Kinder und Jugendliche sind eine besonders verletzliche Personengruppe. Wenn man sie schützen will, dann muss man konsequent handeln. Das geplante Verbot von Zucker in Säuglings- und Kindertees
ist zwar lobenswert, greift aber viel zu kurz. Die SPD will hier eindeutig mehr. Das weiß die Ministerin auch. Uns ist vor allen Dingen die Zuckerreduzierung in gesüßten Getränken wichtig. 5 Gramm pro 100 Milliliter Flüssigkeit reichen da vollkommen aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es einen Zusammenhang zwischen Lebensmittelwerbung und ungesunder Ernährung gibt, kann niemand mehr leugnen. Deshalb wäre ein Verbot der Werbung für Kinderlebensmittel, die nicht dem Nährstoffprofil der WHO entsprechen, folgerichtig. Auch hier hätte ich mir ein stärkeres Signal im Zuge der Reduktionsstrategie gewünscht. Übergewichtige Kinder leiden körperlich und seelisch, denn sie werden oft von ihren Altersgenossen gehänselt. Genauso mitleidig werden im Übrigen übergewichtige Erwachsene betrachtet. Sorgen bereiten mir aber auch die jungen Menschen, die aufgrund von falschen Schönheitsidealen Angst haben, zu dick zu werden und deshalb zu wenig oder gar nichts mehr essen. Magersucht trifft vor allen Dingen die Mädchen. Hier hat die Modebranche eine große Verantwortung, der sie leider kaum gerecht wird, die wir aber immer wieder anmahnen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Beschäftigung mit den Anträgen der Opposition habe ich festgestellt, dass es durchaus Gemeinsamkeiten mit unseren Forderungen gibt. Alle wollen das Ernährungswissen verbessern, alle wollen die Reduktionsstrategie, alle nehmen Kinder und Jugendliche in den Blick, alle wollen gesunde und schmackhafte Mahlzeiten in den Kitas und Schulen. Der Unterschied zur Opposition ist, dass wir als Regierung handeln können und es auch tun. Und ehrlich, das gefällt mir nach 30 Jahren Oppositionspolitik in kommunalen Parlamenten total gut. Auch wenn wir viele Kompromisse eingehen müssen, kleine Schritte in die richtige Richtung sind eben auch Bewegung. Ob wir gleich eine Ernährungswende brauchen, wie sie Bündnis 90 Die Grünen fordern, bezweifle ich allerdings ein bisschen. Mir wäre eine Agrarwende lieber. Klasse statt Masse. Das gilt gerade bei der Fleischproduktion. Wir produzieren nicht nur zu viel Fleisch, wir essen auch zu viel davon. Fleisch, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, das waren vorher mal Lebewesen. Es ist zur Ramschware verkommen. Das spüren auch die Landwirte. Sie müssen immer mehr produzieren, um über die Runden zu kommen. Am Ende landen dann Rinder, Schweine und Hühner auf dem Müll. Dazu, finde ich, darf man nicht länger schweigen. So können und dürfen wir auch nicht weitermachen. Wenn wir Veränderungen wollen, sollten wir jetzt die GAP-Verhandlungen dazu nutzen. Die SPD hat sich eindeutig positioniert, nämlich wir wollen öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir finden in Deutschland, und da bin ich ganz anderer Meinung als Frau Künast, alle Voraussetzungen für eine gesunde und regionale Ernährung vor. Und wenn man dem Ernährungsreport 2019 Glauben schenken darf, dann ernähren sich die Deutschen sogar ziemlich gesund. Immerhin essen 71% der Bevölkerung täglich Obst und Gemüse und 64% nehmen täglich Milchprodukte zu sich. Aber ich bin mir fast sicher, dass die Ernährungsgewohnheiten in Wirklichkeit ganz anders aussehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Angebot an Nahrungsmitteln ist hier unerschöpflich. Wir können entscheiden, ob wir uns mit Bioprodukten ernähren wollen oder zu vegetarischen oder veganen Lebensmitteln greifen möchten. Fakt ist aber auch, dass die wenigsten Menschen überhaupt noch Zeit und Lust haben, sich mit den neuesten Ernährungstipps und Kaufempfehlungen auseinanderzusetzen. Sie haben auch keine Zeit mehr, täglich frisch zu kochen. Das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, eine gute Fertigprodukte mit einer verständlichen Kennzeichnung auf den Weg zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Thema liegt mir besonders am Herzen. Das ist der Zusammenhang zwischen einer ungesunden Ernährung auf der einen Seite und sozialer Ungleichheit auf der anderen Seite. Dieser Zusammenhang ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Leider wird die soziale Ungleichheit auch noch mal beim Thema Ernährungswissen deutlich. Da sind die gut gebildeten, gut situierten Familien, die ganz genau wissen, wie gesunde Ernährung auszusehen hat, die dieses im Wissen im Alltag auch anwenden und an ihre Kinder weitergeben. Und dann gibt es halt die überforderten Familien. Und das heißt, überfordert heißt hier, dass man den Kopf voller Sorgen hat und das Thema Ernährung ganz unten auf der Skala der Probleme steht. Und auch beim Thema Ernährung müssen wir über Geld reden. Wer wenig Geld hat, ernährt sich ungesund, auch weil Weißmehlprodukte immer noch günstiger sind als Obst und Gemüse. Deswegen ist es so wichtig, und deswegen muss man das an dieser Stelle auch sagen, dass der Mindestlohn angehoben wird, dass prekäre Beschäftigung abgeschafft und gute Arbeit mit fairen Löhnen bezahlt wird. Denn wenn die Menschen ein ausreichendes Familieneinkommen haben, geben sie das Geld nicht etwa für Flachbildschirme aus, sondern sie investieren es in ihre Kinder und eben auch in gesunde und bessere Ernährung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass es die Tafeln gibt.
Sie versuchen mit Ihrer Arbeit soziale Ungleichheit ein bisschen abzumildern. Und die Tafeln helfen bereits jetzt mit verschiedenen Projekten. Und diese Arbeit müssen wir unterstützen. Ein entsprechender Beschluss liegt auch vor. Haushaltsmittel sind vorhanden. Niedrigschwelliger können wir Ernährungswissen überhaupt nicht vermitteln. Und ich warte jetzt darauf, dass das Ministerium konkret wird. Ich muss jetzt ein bisschen weiterblättern, während mir die Zeit wegläuft. Aber ich will noch mal sagen, dass ich bei meinen Besuchen in den Schulen immer die Kinder auch frage, wie schmeckt euch denn eigentlich das Essen? Und dann sagt die überwiegende Mehrheit, geht so oder überhaupt nicht. Die älteren Schüler gehen dann auch gleich zum Kiosk oder in den nächsten Supermarkt. Und deshalb finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Kommunalpolitiker für das Thema gesunde Ernährung gewinnen. Denn sie müssen bei Ausschreibungen dafür Sorge tragen, dass Kinder ausgewogene und schmackhafte Mahlzeiten in angenehmer Atmosphäre zu sich nehmen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz vor Weihnachten konnte ich lesen, dass Frau Ministerin Klöckner nun die farbliche Kennzeichnung in Angriff nehmen will. Das wird aber auch höchste Zeit. Denn im Moment erleben wir, dass die Unternehmen kennzeichnen, wie sie wollen. Das ist überhaupt nicht zielführend. Das führt nicht zu mehr Klarheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern zu Verwirrung und Irritation. Deshalb sage ich ganz deutlich, wir brauchen eine staatliche Kennzeichnung, eine Kennzeichnung, auf die sich die Menschen verlassen können. Gesunde Produkte müssen leicht und auf den ersten Blick erkennbar sein. Die Ampel oder wie ich mittlerweile finde, Nutri-Score macht das möglich. Die SPD möchte, dass die farbliche Kennzeichnung schnell kommt. Und deswegen, Frau Klöckner, war ich heute Morgen umso enttäuschter von Ihren Aussagen im Morgenmagazin. Das hörte sich doch alles wenig konkret und mehr als verhalten an. Schade, schade, kann ich da nur sagen. Aber die SPD lässt nicht locker. Denn die Mehrheit der Verbraucher wünscht sich eine farbliche Kennzeichnung. Und der Nutri-Score bietet alle Voraussetzungen dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen gute Politik für die Menschen machen. Das heißt für mich, dass wir die Menschen in die Lage versetzen müssen, schnell und zielgerichtet auf gesunde Produkte zurückgreifen zu können. Wir müssen aber auch sagen, dass neben guter und ausgewogener Ernährung Bewegung wichtig ist. Und ganz wichtig, wir müssen unser Augenmerk auf die Kinder und Jugendlichen richten. Sie müssen gesund aufwachsen können, und zwar unabhängig vom Status der Familie. Ausgewogene Ernährung ist eine Kernfrage sozialer Gerechtigkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ursula Schulte war das für die SPD-Fraktion. Da ist die SPD mit dem Koalitionspartner bzw. mit der zuständigen Ministerin Julia Klöckner nicht ganz einer Meinung, aber will noch abwarten, was an Vorschlägen jetzt konkret umgesetzt wird. Frank Sitter jetzt für die FDP-Fraktion. Wärmewende, Verkehrswende, nun also die Ernährungswende. Bei so vielen Drehungen, da kann einem richtig schwindelig werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Falls Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, dabei die Orientierung verloren haben sollten, kurz der Hinweis, die Richtung, in der Sie mal wieder unterwegs sind, die führt jedenfalls nicht zu einem freiheitlichen Staat. Sicherlich, zugegeben, ist es häufig schwierig, außer Haus auf die Schnelle ein Angebot an Mahlzeiten zu finden, das zur selbstgewählten Diät oder zum selbstgewählten Ernährungstrend passt. Aber diese Angebote wird es geben, wenn die Nachfrage danach steigt. Und jetzt sollen es also staatliche Preiskontrollen für die Miete von Gewerbeimmobilien richten. Mutmaßlich, damit dann ideologisch genehme und moralisch korrekte Gaststätten einziehen können. Dieser Ansatz ist doch mehr als fragwürdig. Und tatsächlich kümmern sich immer mehr Menschen um die Verbesserung ihrer Ernährung. Darüber freue ich mich auch. Die soziale Marktwirtschaft, die ermöglicht das, und der Sozialstaat hat daran durchaus Interesse. Ihr Ansatz hat aber eben wie so häufig einen autoritären und elitären Charakter. Ihnen geht es um die Umerziehung von Menschen, die Sie von Ihren Ernährungsgewohnheiten derzeit nicht abbringen können. Und das ärgert Sie. Übergewicht entsteht im Übrigen nicht durch bestimmte Lebensmittel per se und auch nicht durch verarbeitete, wie Sie das unterstellen in Ihrem Antrag, sondern durch den ungesunden Umgang damit. Auch körperliche Bewegung und Aktivität spielen hier eine nicht zu unterschätzende Rolle. Als Liberaler liegt es mir fern, anderen Menschen vorzuschreiben, ihren Lebenswandel zu ändern, auch wenn ich ihn persönlich für völlig falsch halte. Der Schlüssel liegt in einer möglichst umfassenden und unvoreingenommenen Information der Verbraucher. Aber es lohnt sich auch in einer freien Gesellschaft, eben auch Freiräume für selbstbestimmten Genuss zu verteidigen und regelmäßig zu fragen, wie diese Freiräume auch mal wieder erweitert werden können. Kommen wir zu Ihrem Vorschlag einer Lebensmittelampel.
Diese dient eben nicht einer transparenten Information der Verbraucher, sondern genau dem Gegenteil. Sie reduziert den Informationsgehalt auf ein Minimum und das zwangsläufig willkürlich. Aber Ihnen geht es ja auch nicht um die Information der Verbraucher, sondern um deren Steuerung. Und insofern ist das Bild einer Ampel da durchaus ganz passend gewählt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man darf gespannt sein, mit welcher Wende Sie demnächst um die Ecke kommen. Ich bin mir aber recht sicher, dass sich die Mühle des grünen Paternalismus auch in Zukunft fröhlich weiterdrehen wird. Ich kann Ihnen aber auch versprechen, dass Sie hier von diesem Pult aus stets eine Stimme der Freiheit daran erinnern wird, dass die freiheitliche Demokratie, ja lachen Sie ruhig, daran erinnern wird, dass die freiheitliche Demokratie eben von der Auffassung lebt, dass erwachsene Menschen selbst am besten wissen, was für sie gut ist und dass der Staat ihre Meinungen, Interessen und Neigungen gegenüber Respekt zu zeigen hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Sitter. Nächste Rednerin, Amira Mohamed Ali für die Fraktion Die Linke. Und sie ist die Sprecherin für Verbraucherschutz der Linksfraktion. So, jetzt ist Amira Mohamed Ali dran. Bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir diskutieren heute wieder über gesunde Ernährung. Dabei sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass alle Menschen sich gesund ernähren können. Stattdessen leiden immer mehr Menschen unter ernährungsbedingten Krankheiten. Kinder bekommen Diabetes Typ 2, sogenannte Altersdiabetes. Das ist doch Wahnsinn. Und was macht die Bundesregierung? Sie hält uns hin, und das seit Jahren. Sie betreibt Lobbypolitik für die Lebensmittel- und die Agrarindustrie. Aber das machen wir nicht mit. Die Linke hat erneut einen Antrag zum Thema gesunde Ernährung gestellt. Lassen Sie mich auf zwei Punkte eingehen. Erstens. Verarbeitete Lebensmittel müssen endlich gesünder werden. Fett, Salz und vor allem Zucker müssen reduziert werden. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen klar und eindeutig durch eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung über Inhaltsstoffe der Produkte informiert werden. Damit man eben weiß, was man kauft und das ohne mit Lupe und Lexikon die Zutatenliste studieren zu müssen. Zweitens. Jede und jeder muss sich gesundes Essen auch leisten können. Verarbeitete Lebensmittel enthalten vielfach zu viel Fett, Salz und vor allem Zucker. In vielen Produkten steckt viel mehr Zucker drin, als man vernünftigerweise erwarten würde. Außerdem ist vielen Produkten Zucker zugesetzt, bei denen man das überhaupt nicht vermutet. Wer rechnet schon damit, dass zum Beispiel Vollkornbrot Zuckerrübensirup enthält? Das macht das Brot schön dunkel und es wirkt dadurch vollwertiger. Verbrauchertäuschung ist das. Man muss lange suchen, um ein ungezuckertes Brot zu finden. Und das ist dann in der Regel ein teureres Biobrot. Die Industrie liebt Zucker, weil er eine billige Art ist, das Volumen der Produkte zu erhöhen und den Geschmack zu intensivieren oder um minderwertige Zutaten zu verschleiern. Bei unreifen Tomaten in der Tomatensauce wird einfach nachgezuckert, um fehlendes natürliches Aroma auszugleichen. Aber das geht so nicht. Die Linke fordert eine leicht verständliche Nährwertkennzeichnung auf der Vorderseite der Packung, damit man Produkte mühelos miteinander vergleichen kann. Von der Lobby wird ja gerne behauptet, dass es der Verbraucher sei, der mit seiner Kaufentscheidung diktiere, was im Supermarktregal steht. Wenn die Lebensmittelkonzerne aber mit Genehmigung unserer Bundesregierung die Inhaltsstoffe kleingedruckt auf der Rückseite der Verpackung verstecken können und sogar mit irrealen Portionsgrößen echten Kaloriengehalt verschleiern dürfen, dann wird die Kaufentscheidung durch schöne Fotos und Marketingsprüche manipuliert. Die Branche, die hat inzwischen den Wunsch der Verbraucher nach Transparenz erkannt und einige Firmen, Danone zum Beispiel, führen jetzt selbstständig eine farbliche Kennzeichnung auf der Verpackung vorne ein. Da kann man jetzt sagen, naja, ist ja prima. Aber Vorsicht! Ohne gesetzliche Regelung ist nicht sichergestellt, dass zum Beispiel Zucker nicht einfach durch ungesunde Süßstoffe ersetzt wird oder dass eine Flut aus brancheneigenen Labeln für noch mehr Verwirrung sorgt. Hier ist der Gesetzgeber gefordert. Und Frau Ministerin Klöckner, Sie setzen auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Lebensmittelindustrie. Das finden wir falsch. Erwarten Sie ernsthaft, dass Unternehmen wie Nestle und Co. freiwillig etwas tun, das ihre Gewinne schmälert? Also ich bitte Sie. Und Ihre Rücksicht den Konzernen gegenüber, die begründen Sie unter anderem mit dem Ergebnis einer Studie, die das Ministerium in Auftrag gegeben hat. Nach Ihrer Studie
ist es 99% der Menschen beim Kauf von Lebensmitteln wichtig, dass die Lebensmittel gut schmecken. Ich muss sagen, ich finde es verblüffend. Ich hätte jetzt gedacht, das wären 100% der Menschen. Aber daraus schlussfolgern Sie, dass es nicht gut wäre, die Rezepturen der Lebensmittel jetzt zu schnell, zu stark zu verändern. Denn dann würden die Produkte nicht mehr gut schmecken. Was Sie in Wirklichkeit meinen, ist, dass die Produkte dann nicht mehr den Süßegrad haben, auf den die Lebensmittelindustrie uns konditioniert hat. Mit gutem Geschmack hat das nichts zu tun. Der liegt vor allem an guten, hochwertigen Zutaten. Und die zu verwenden, schmälert aber die Gewinnspanne der Industrie. Wieder einmal knicken Sie vor der Lobby ein. Das ist inakzeptabel. Wir sprechen heute auch über einen Antrag der Grünen zur gesunden Ernährung. Auch die Grünen fordern unter anderem, dass Fertigprodukte gesünder werden, gutes Essen an Kitas, klare Nährwertkennzeichnung. Ist alles richtig. Aber in Ihrem Antrag vergessen Sie völlig, dass sich nicht alle Menschen alles leisten können. In Ihrer Zwischenbemerkung, Frau Kollegin, haben Sie es gerade gesagt, in Ihrem Antrag findet man davon allerdings nichts. Ernährungsarmut ist bittere Realität in unserem Land und sie hängt mit finanzieller Armut zusammen. Im westeuropäischen Vergleich ist die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland am niedrigsten. Und das liegt daran, dass Menschen mit niedrigem Einkommen diesen Schnitt dramatisch nach unten reißen. Männer mit geringem Einkommen sterben im Schnitt 11 Jahre früher, Frauen 8 Jahre früher. Das hat mehrere Gründe, natürlich. Stress aufgrund der unsicheren Lebenssituation zum Beispiel. Aber eben auch ungesündere Ernährung. Und wer von Hartz IV betroffen ist oder ein Einkommen auf diesem Niveau hat, der hat nur wenige Euro am Tag für Essen und Trinken zur Verfügung. Schon vor mehr als 10 Jahren stellte das Forschungsinstitut für Kinderernährung klar, dass die Hartz-IV-Regelsätze für eine gesunde Ernährung, vor allem für Kinder und Jugendliche, einfach nicht ausreichen. Und auch darum fordert die Linke unter anderem endlich Sozialleistungen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Wir brauchen einen guten Mindestlohn. Der Niedriglohnsektor muss zurückgedrängt werden. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Es muss für alle Menschen leicht sein, sich gesund ernähren zu können. Und dazu gehört auch, dass gesunde, von Pestiziden und Co. unbelastete Bioprodukte, dass die günstiger werden. Und das erreicht man, indem man die Agrarsubventionen konsequent den ökologisch nachhaltig wirtschaftenden Betrieben zugutekommen lässt und nicht, wie jetzt vor allem, der Agrarindustrie. Und gegen diese Agrarindustrie werden an diesem Samstag wieder viele tausend Menschen auf die Straße gehen. Hier in Berlin um 12 Uhr am Brandenburger Tor, da heißt es wieder, wir haben es satt. Meine Fraktion und ich, wir werden dabei sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und diese Demonstrationen durch Berlin, die gibt es immer parallel zur Grünen Woche, schon fast traditionell, muss man sagen, die Grüne Woche, die ja heute Abend offiziell eröffnet wird. Die weltweit größte Agrar- und Ernährungsmesse bis zum 27. Januar dauert das. Katharina Landgraf jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Man hatte das auch gedacht. Also jetzt nach den Feiertagen haben wir alle gute Vorsätze. Wir wollen gesünder leben, uns mehr bewegen und so weiter. Und stellen dann fest, und auch heute haben wir es ja überall immer wieder gehört, Übergewicht nimmt zu, die Leute bewegen sich zu wenig und sie essen wahrscheinlich zu viel. Und das sind auch zum großen Teil die Ursachen für Risiken und Krankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viele anderen mehr. Deshalb müssen wir unbedingt die gesundheitliche Aufklärung stärker mit den Themen der gesunden Ernährung und mit Bewegung verbinden. Und Marlene Mortler sagte schon, es wäre darum gut, wenn wir eine solide und dem Alter entsprechende Ernährungsberatung regional und auch vor Ort organisieren könnten. Müssen wir noch mal mit den Ländern verhandeln. Auf jeden Fall beginnt das für die Kindergärten, weiter mit dem gesunden Schulessen. Und es begleitet uns das ganze Leben. Und ich persönlich setze mich für eine Mehrwertsteuerabsenkung für gesundes und zertifiziertes Schulessen ein. Ob ich es noch schaffe, weiß ich nicht. Aber ich sage es hier ganz offen, das wäre was. Und ich will mehr für Ernährungsbildung tun. Das ist nämlich entscheidend für die Entwicklung und Festigung der Ernährungskompetenz eines jeden Menschen. Und das sollte stärker als bisher, also auch von den Gesundheitspolitikern betrachtet werden und dauerhaft auch in alle Präventionsmaßnahmen einfließen. Denn Ernährungsbildung ist ein zentraler Punkt im lebenslangen Lernen für jedermann, der wirklich weit über die Kindergarten- und Schulzeit hinausgeht, auch für uns.
Wir wollen Menschen für einen gesunden Lebensstil begeistern und sie auf dem Weg dorthin unterstützen. Und meiner Ansicht nach sollten wir den seit 10 Jahren laufenden nationalen Aktionsplan in Form, also Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung, stärker auf Ernährungsbildung ausrichten. Denn genauso auch durch die Präsenz dieser Informaktivitäten in den Medien, und zwar in sämtlichen Medien, und zwar in solchen, die die Leute auch wirklich angucken, ich meine da zum Beispiel auch Regionalfernsehen und sowas, durch diese Präsenz der Informationen erhoffe ich mir etwas mehr Einsehen, was auch Kochen und Ernährung angeht. Nachhaltig lässt sich das Ernährungsverhalten nur durch verständliche Informationen verbessern. Das haben viele andere Redner auch schon vor mir gesagt. Denn unsere Bürger, das ist jetzt meine Meinung, sollen selbstbestimmt und selbstverantwortlich mit ihrer Gesundheit umgehen. Hilfreich sind Angebote, die besonders im hektischen Alltag die gesunde Wahl erleichtern. Der moderne Mensch, das wissen wir, nimmt sich meistens wenig Zeit für das Essen und greift immer häufiger zu Fertigprodukten. Und deshalb, denke ich, ist die nationale Reduktionsstrategie von unserer Ministerin genau das Richtige. Denn hier haben die teilnehmenden Wirtschaftsverbände im letzten Jahr eine Grundsatzvereinbarung unterschrieben und sie haben eine klare Zusage gemacht. Und konkret bedeutet das, dass sich die Ernährungswirtschaft freiwillig verpflichtet, bei einem mehrjährigen Prozess ab diesem Jahr die Gehalte an Zucker, Fetten und Salz zu reduzieren. Und außerdem ist geplant, den Zusatz von Zucker und anderen süßenden Zutaten in Säuglings- und Kleinkind-Tees rechtlich zu verbieten. Das ist wirklich sehr gut und besser wäre es, wenn die Mütter selber den Tee kochen, finde ich, und müssen nicht unbedingt die Väter auch. Entschuldigung, ja, heute gerade. Bis Ende dieses Jahres sollen die entsprechenden rechtlichen Regelungen vorgenommen werden und bis zum Jahr 2025 werden die Zielmarken erreicht werden, hoffe ich. Ein weiterer Schritt, die gesunde Wahl zu erleichtern, ist eine einfache und deutliche Kennzeichen der Lebensmittel. Das finden wir auch und ich denke, Kees de Vries, Kollege de Vries wird es dann noch erklären. Meine Damen und Herren, Erwachsene bringen den größten Teil ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz zu und das beeinflusst auch ihre Gesundheit. Daher ist eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung vor, während und nach der Arbeit zur Verbesserung des Wohlbefindens wichtiger denn je. Und im Alter wird es dann immer wichtiger, die eigene Fitness durch ein gesundheitsbewusstes Verhalten zu erhalten. Der Körper, aber auch die täglichen Gewohnheiten und Fähigkeiten ändern sich ja. Und hinzu kommt, dass mit den Jahren das natürliche Hunger- und Durstgefühl abnimmt und das Essen weniger intensiv schmeckt. Also ich komme jetzt nochmal auf diese Gruppe der Älteren. Wir müssen diese Menschen unterstützen, dass sie sich ausgewogen und ihren Lebensumständen entsprechend angemessen ernähren können. Also Mangel- und Fehlernährung in dieser Gruppe wurde schon festgestellt, auch bei uns im reichen Deutschland, weil sie andere angemessene Formen brauchen der Ernährung. Deutschland insgesamt soll ein Land der gesunden Ernährung und der Wertschätzung von Lebensmitteln sein. Das ist jetzt mal meine Botschaft. Klingt doch sehr viel positiver als das, was meine Vorrednerin sagte. Ich denke, wir schaffen das auch. Und das wollen wir nicht durch Vorschriften zu Ernährungsweisen oder Verbote erreichen, sondern denn wir können den Menschen nicht vorschreiben, was sie essen sollen oder zu trinken haben. Essen und Trinken sind eine höchst persönliche Angelegenheit, weil jeder Mensch und dessen Organismus auf Nahrungsmittel ganz unterschiedlich reagiert. Allerdings sollte ein jeder spüren, welche Menge für ihn ideal ist. Dabei muss man nicht unbedingt immer an Kalorien denken. Oft hilft auch ein kleinerer Teller. Wir dürfen nicht zu verkrampft an das Thema herangehen. Letztens hörte ich den schönen Satz, früher haben wir gegessen, heute ernähren wir uns. Meine Damen und Herren, bei aller Wichtigkeit dieser Ernährungsbildung müssen wir auch aufpassen, dass der Genuss und das gute Gefühl nicht auf der Strecke bleiben. Vielleicht sollten wir einfach wieder lernen, mehr auf unseren Körper zu hören und essen, was uns gut tut. Dann klappt es auch mit der gesunden Ernährung und mit den guten Vorsätzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina Landgraf. Nächster Redner, Paul-Viktor Podolai für die AfD-Fraktion.
Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, die Bedeutung gesunder Ernährung für unsere Gesundheit wird eigentlich von niemandem bestritten. Sie ist ein wesentliches Mittel zur medizinischen Prävention von Erkrankungen. Daher sollte sie auch einen hohen Stellenwert in der Gesundheitspolitik haben, damit Krankheiten gar nicht entstehen. Um das Wissen über gesunde Ernährung in der Bevölkerung auch zu verankern, ist und bleibt Ernährung natürlich eine Bildungsfrage, aber eben nicht nur. Ernährung als medizinische Präventivmaßnahme muss auch in den praktischen Alltag der Bevölkerung integrierbar sein. Selbst zu kochen ist bei weitem nicht nur ein Genuss, und auch das Einkaufen gestaltet sich häufig schwierig. Die erforderliche Zeit und Kraft finden im Alltag nicht mehr viele Menschen. Die Anforderungen im Beruf wachsen und man snackt sich mit Fastfood durch. Dabei kann man die schnelle Mahlzeit auch gesundheitsfördernd zu sich nehmen, zum Beispiel mit grünen Smoothies, die ich persönlich sehr empfehlen kann. Essen Sie grün, trinken Sie grün, aber nicht bitte unsere geschätzten Kollegen von der Grünen Partei. Chlorophyll ist nämlich grünes Sonnenlicht und eine der wirksamsten lebensspendenden Substanzen auf unserem Planeten. Je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, umso höher ist sein gesundheitlicher Nutzen. Gesunde Ernährung ist ein sehr wichtiges Thema, aber viele Kinder, aber auch Erwachsene wissen nicht genau, was es bedeutet und schaffen es auch nicht, sich im Alltag gesund zu ernähren. Da liegt aber das Fundament unserer Gesundheit. Wir hungern mit Übergewicht, weil unsere Lebensmittel nicht mehr die Nährstoffe, die wir brauchen, enthalten. Viele Lebensmittel sind so industriell verarbeitet und mit Zusatzstoffen versetzt, dass diese den Namen Lebensmittel nur bedingt verdienen. Ich schließe mit dem Zitat des Urvaters der Medizin, Hippokrates: Eure Nahrung soll eure Medizin sein und eure Medizin soll eure Nahrung sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Podolay. Nächste Rednerin, Dr. Frauke Petri. Frauke Petri sitzt ja als fraktionslose Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag und hat immer einen etwas weiteren Weg ans Rednerpult. Sie sitzt in den hinteren Reihen hier und hat eine verkürzte Redezeit. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Erst die Energiewende, dann Verkehrswende und nun also, liebe Grüne, die Ernährungswende. Die Frage bleibt nur, wohin wollen Sie uns diesmal wenden? Mal Fett, dann Zucker, dann Kohlenhydrate, die von Wissenschaftlern als Übeltäter gebrandmarkt werden. Mediale Aufregung, der Markt der vermeintlichen Wellnessprodukte, sie kommen und gehen, aber eines bleibt konstant. Vieles, was vor allem Kindern schmeckt, Süßes und Fettes, ist lecker, aber nicht gesund. Um gesund und lecker zu kochen, muss gelernt werden. Ihre Ampel soll die Probleme lösen, ist aber, wie ich denke, eine Kopfgeburt. Denn im Ernstfall schmecken 1 bis 2 Tiefkühlpizzen nach der Schule nun einmal besser als eine Gemüsepfanne mit Reis. Zumindest höre ich das ständig von meinem 14-jährigen und stets hungrigen Sohn. Anstatt Bürgern nun auch noch vorzuschreiben, wie sie sich zu ernähren haben, brauchen wir Vorschläge, wie den Bürgern mehr Geld im Portemonnaie für gutes Essen und mehr Zeit für die eigene Zubereitung zu Hause bleibt. Ein Großteil der Menschen hat verlernt, für sich selbst zu sorgen und zu kochen. Und diese Unmündigkeit zu beheben, schlagen Sie vor, das Produkt auszuwechseln. Quinoa-Salat statt Currywurst. Statt Hilfe zur Selbsthilfe nehmen Sie den Bürgern mal wieder an die Leine und verstärken so seine Unmündigkeit. Dass es viel wichtiger wäre, dass wir wieder lernen, den Wert des Kochens und des gemeinsamen Familienessens kennenzulernen. Dass die Lösung zu Fast Food nicht Green Food, sondern Slow Food lautet, das habe ich Ihrem Papier leider nicht entnehmen können. Kantinenessen kann
natürlich besser werden. Auch gegen eine lebendige Restaurantszene ist nichts einzuwenden. Aber anstatt komplizierter Papiertiger zu weiteren staatlichen Mietpreis- und Mietrechtsregelungen geht es auch viel einfacher. Helfen Sie uns zum Beispiel, den Mehrwertsteuersatz auf Kantinen und Restaurantessen auf 7% zu senken. Das müssen Sie den Bürgern auch gar nicht kompliziert erklären. Esskultur erhält sich über gelebte Traditionen, über gemeinsames Kochen und über die Freude am gemeinsamen Essen. Wie man aus selbstgepflückten Kirschen Marmelade macht, ein ganzes Huhn kocht, anstatt nur Hühnerbrust zu grillen, Fisch entgrätet oder Blumenkohl zubereitet, lernt man am besten von Großeltern und Eltern. Mit den schokoladenverschmierten Fingern in der Teigschüssel oder beim Kosten aus dem Soßentopf. Die Kantinenkultur ist nicht das Allheilmittel für besseres Essen. Sie hat leider auch einen Anteil an dem Verlust von Wissen und Tradition in der familiären Kochkultur, auch wenn ich über jede gute Schulkantine froh bin. Ihr pessimistischer grüner Blickwinkel prophezeit uns, dass wir unser Essen am liebsten nur im Laufen oder höchstens in ökologischen Cafés und Food-Startups einnehmen, die Sie am liebsten mit diesem Programm fördern wollen. Eine Politik, die eine Gemeinschaftsverpflegung, was für ein Wortmonster, von Kindern zur Hauptmahlzeit erhebt, hat resigniert und zeichnet eine düstere gesellschaftliche Prognose. Solche Politik traut Eltern nicht zu, dass sie ihre Kinder richtig ernähren, bekochen und erziehen. Wer von Gemeinschaftsverpflegung spricht, erniedrigt das gemeinsame Essen zudem zur funktionellen Nahrungsaufnahme. Wir brauchen keine Ernährungswende, liebe Grüne, und keine vom Steuerzahler finanzierten Verbote, Reglementierungen oder Förderprogramme für vermeintlich gesunde Nahrungsanbieter. Wir brauchen eine vernünftige Familien-, Steuer- und Bildungspolitik und ausreichend Zeit zum gemeinsamen Kochen und Essen. Guten Appetit. Vielen Dank, Frau Petri. Nächster Kollege Johann Saathoff für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grüne Woche eröffnet heute eine Leistungsschau für die Landwirtschaft, eine Verbrauchermesse letzten Endes auch für Essen und Trinken. Das wissen die Menschen in Berlin und der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Und Essen ist mehr als die Aufnahme von Nahrungsmitteln. Essen kann und muss eigentlich auch Genuss sein. Essen kann und sollte Erlebnis sein. Und Essen kann und muss man auch lernen. Und deswegen würde ich uns raten, noch mal einen besonderen Blick auf die Mensen in den Kindertagesstätten und den Schulen zu wenden. Dazu gehört nämlich auch, dass das Kind in den Mensen an der Schulen nicht abgewiesen wird, wenn zum Beispiel die Eltern das Geld nicht überwiesen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und aus meiner Sicht darf gute Ernährung generell, aber besonders bei Schülerinnen und Schülern, nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Und deswegen sollten wir alle miteinander darüber nachdenken, ob Verpflegung in Schulen und Kitas nicht mehrwertsteuerfrei oder weitestgehend mehrwertsteuerbefreit ist, sondern sie sollte wertvoll sein und es sollte kostenlos sein, meine Damen und Herren. Generell ist es nicht einfach, sich gesund zu ernähren. Selbst wenn einem bewusst ist, dass zu viel Zucker, Salz oder Fett ungesund ist, dann kann man noch lange nicht einfach sich gesund ernähren, weil eben keine transparente Kennzeichnung der Lebensmittel da ist. Und deswegen, glaube ich, kommen wir um die Ampel nicht herum. Ich meine, schauen Sie sich um in der Welt. Ganz viele Länder haben eine transparente Ampelkennzeichnung und der Untergang des Abendlandes ist dadurch nicht eingeläutet. Mir will einfach nicht einleuchten, welches Argument dagegen spricht, die Menschen auf einen Blick zu informieren darüber, ob ein Lebensmittel zu viel oder zu wenig Zucker hat. Zucker übrigens, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat viele Namen. Saccharose, Dextrose, Dicksaft, Glucose, Maltose, Fructose, Laktose. Und das sind nur ein paar ausgewählte Namen daraus. Man muss sich das mal vorstellen. Man kann Zucker nicht nur verstecken im Lebensmittel, sondern kann auch den Begriff verstecken. Man ahnt einfach nicht, was man zu sich nimmt mit einem gesunden Frühstück, mit Müsli, mit Frühstücksflocken, Smoothie und Joghurt. Dann haben Sie letzten Endes Ihre ganze Zucker, das gesamte Zuckervolumen des Tages schon mit sich aufgenommen. Das Problem ist nicht, dass man sich ungesund ernähren möchte, sondern dass man nicht erkennen kann, dass man es tut. Und es kann auch nicht im Interesse der Landwirtschaft sein, dass die hochwertigen Produkte, die die Bäuerinnen und Bauern jeden Tag anbauen und erzeugen, dass die mit Zucker zugekleistert werden. Und in Deutschland verbrauchen die Menschen, und das ist Fakt, nun mal doppelt so viel Zucker, wie die Weltgesundheitsorganisation uns empfiehlt. Und von Fett und Salz will ich da gar nicht erst reden. Die Undurchsichtigkeit bei den Lebensmitteln muss jetzt endlich ein Ende haben. Fehlernährung macht nämlich nicht nur keinen Spaß,
Fehlernährung reduziert auch die Lebenserwartung. Fehlernährung ist sehr, sehr teuer für die Gesellschaft. Mehr als zweimal die EEG-Umlage kostet Fehlernährung im Jahr. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Meine Mutter sagte früher zu mir, als ich noch Kind war, Zucker sparen, grundverkehrt, weil Zucker doch den Körper nährt. Heute müsste es eigentlich anders heißen, Zucker essen, grundverkehrt, weil zu viel Zucker fehlernährt. Und heute in dieser Debatte wollen wir auch eine Diskussion über den Wert der Lebensmittel miteinander führen. Also mit Mitteln, die zum Leben dienen und diese auch wertschätzen. Lebensmittelverschwendung in Deutschland ist aus meiner Sicht unverantwortlich. Ein Drittel der Lebensmittel, die produziert werden, werden nicht verbraucht, sondern vernichtet. Und ich glaube, dass es kein angemessener Umgang mit den Produkten der Bäuerinnen und Bäuer in Deutschland ist, ganz zu schweigen vom Wasserverbrauch, der damit verbunden ist, und vom CO2-Verbrauch. Wir haben im Koalitionsvertrag dazu was geschrieben, Frau Ministerin, nämlich wir wollen die Lebensmittelverschwendung eindämmen. Ich glaube, dass wir das noch engagierter angehen können. Vielleicht sollten wir auch den Mut haben, alle miteinander mal darüber nachzudenken, ob der Lebensmitteleinzelhandel nicht auch verpflichtet werden sollte, überjährige Lebensmittel dann karitativ abzugeben. Ich halte das für eine gute Idee. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Antrag, der uns vorliegt, macht sich Sorgen, dass nur die Deutschen zu dick werden. Die anderen vorliegenden Anträge sind in großen Teilen deckungsgleich. Vielleicht ist das auch eine gute Grundlage, mal politische Scharmützel zur Seite zu legen, um mal zu gucken, ob wir nicht alle miteinander das Gleiche wollen. Mit gutem Willen bekommen die demokratischen Parteien im Hause einen interfraktionellen Kompromiss hin. Oder wie man in Ostfriesland sagt, die Brühe für zusammenkommen heißt zusammenkommen. Also mit anderen Worten, die Brücke der Begegnung heißt entgegenkommen. Und in dieser Sache ist es unsere Mühe allemal wert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Saathoff. Ich habe schon auf Ihren Satz gewartet, aber er ist ja gekommen. Ich habe gedacht, Sie sagen das, wie Ihre Mama das gesagt hat, in Ihrer eigenen Sprache. So, vielen Dank, Herr Saathoff. Nächste Rednerin, Nicole Bauer für die FDP-Fraktion. Nicole Bauer ist Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute Abend beginnt die Grüne Woche, die ihresgleichen sucht. In den verschiedenen Hallen gibt es Leckereien aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Und wir können die neuesten Foodtrends ausprobieren. Aber im Gegensatz zu Craft Beer, Superfood oder Fake-Fleisch, gar nicht on vogue, sind die alarmierenden Zahlen über Fehlernährung, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die allesamt auf eine ungesunde Lebensweise zurückzuführen sind. Liebe Fraktion der Grünen, Sie haben es richtig erkannt und haben auch einige Probleme aufgeführt. Nur Sie schlagen es mal wieder regulatorisch und lenkend vor. Wir kennen das von Ihnen. Ich sage dazu nur Veggie Day. Gestalten statt verbieten, das sollte die Devise sein, denn wir sind die Vertreter unseres Volkes und nicht deren Erzieher. Wir müssen anfangen, Wissen über eine gesündere Lebensweise in unserer Gesellschaft zu verankern. Aber das schaffen wir nur über Kitas und Schulen. Gemeinsam mit den Bundesländern sollten wir eine Strategie erarbeiten, wie wir das Thema Gesundheit und Ernährung besser bespielen können. Denn Kinder übernehmen nun mal die meisten Verhaltensweisen ihrer Eltern, ob sie Wasser oder Spezi trinken, ob sie Fertigprodukte auf den Tisch bekommen oder doch frisch gekochtes. Also genau deshalb sollten wir bei den Erwachsenen ansetzen und dafür Bewusstsein schaffen. Wir sehen aber doch alle, dass Handlungsbedarf herrscht, entweder im näheren Umfeld oder in der gesamten Gesellschaft. Und der Verbraucher möchte beim Einkaufen gerne eine Kennzeichnung von Lebensmitteln haben. Aber aus unserer Sichtweise ist die Ampel der falsche Weg. Was wir uns stattdessen vorstellen können, sind Nährwerttabellen, die optisch ansprechend, intuitiv verständlich und alltagstauglich in Diagramme übergeführt werden. Sinnvolle Initiativen der Wirtschaft sollten wir auch nicht klein-klein reden, sondern eigentlich unterstützen. Wichtig ist mir dabei aber vor allem die Wertschätzung unserer Lebensmittel im Allgemeinen, aber vor allem die Regionalität.
Denn nein, unser Obst wächst nun mal nicht im Regal des Supermarktes. Und daher sollten wir auch nicht immer unsere Landwirte an den Pranger stellen, die uns tagtäglich hochwertige Lebensmittel zur Verfügung stellen. Aber es wird, da muss ich Ihnen recht geben, noch viel zu viel weggeworfen. Und deshalb ist es auch wichtig, sinnvollere Initiativen auf Bundesebene dazu zu finden. Zur Reduktionsstrategie der Bundesregierung zu Zucker, Fett und Salze. Es ist nun mal gut und recht, aber es ist kein ganzheitlicher Ansatz. Es wird auch immer mehr Müll erzeugt, indem das weniger Inhalt in den Verpackungen ist. Und es fehlt nun mal ein dezidierter Zeitplan. Denn wenn Zucker und Fett wir tatsächlich reduzieren wollen, dann brauchen wir Zeit für den Umstellungsprozess. Und das ist nicht bis 2025 zu machen. Was wir mit einer ausgewogenen Ernährung stattdessen schaffen können, ist, dass wir unsere Lebensweise umstellen. Lebensweise bedeutet ausgewogene Ernährung, mehr Bewegung, mehr Schlaf, weniger Stress. Das kann der Kampf gegen die Zivilisationskrankheiten sein. Deshalb lassen Sie uns bei uns anfangen. Lassen Sie uns gemeinsam unseren eigenen Schweinehund überwinden. Also packen wir es an, gestalten statt regulieren. Vielen Dank, Nicole. Sagt Nicole Bauer für die FDP-Fraktion. Und jetzt haben wir noch einen Redner hier in dieser Aussprache rund um die gesunde Ernährung. Der kommt von der CDU-CSU-Fraktion, aus der CDU-CSU-Fraktion, Kees de Vries. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Milchbauer und damit auch als Erzeuger auch Ihrer Nahrungsmittel, freue ich mich sehr, dass ich gerade heute am Eröffnungstag der weltweit größten Leistungsschau der Land- und Ernährungswirtschaft zu diesem Thema hier im Deutschen Bundestag sprechen darf. Und ich will anfangen mit einem großen Dankeschön an alle Bäuerinnen und Bauern, die es uns überhaupt möglich machen, dass wir uns heute so kritisch mit unserer Ernährung auseinandersetzen. Das nämlich kann sich nur eine Gesellschaft leisten, der sich sicher ist, sich jeden Tag mit alles, was man begehren kann, und dies für eine überschaubare finanzielle Belastung, versorgen zu können. Und dass das noch nicht so lange selbstverständlich ist, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung bestätigen. In meiner Jugend hatten meine Eltern mit ihrem kleinen Bauernhof und 12 Kinder nicht die Möglichkeit, uns das vorzusetzen, was wir gerne hätten. Wir haben das gegessen, was vorhanden war. Manchmal auch das, was Gemüsebauern wegen Überproduktion uns als Kuhfutter zur Verfügung gestellt haben. Zum Glück ist das heute dank moderner Landwirtschaft alles anders. Wir haben in Deutschland eine enorme Vielfalt an hochwertigen Lebensmitteln. Und das führt zu unserem Problem. Dieser Wohlstand verführt zu einer zu guten Ernährung, der aufmerksame Zuhörer kann es gerade an der Redner feststellen, was in Kombination mit zu wenig Bewegung und das Essen von verkehrten Produkten gesundheitliche Störungen hervorrufen kann. Und da gleichzeitig viele Menschen kaum noch selber Basisprodukte verarbeiten, ist auch viel Wissen zur ausgewogenen Ernährung verloren gegangen. Wir sind schon so weit gekommen, dass für viele das Mindesthaltbarkeitsdatum das Kriterium ist, ob ein Produkt noch konsumiert werden kann. Und deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir Methoden finden wollen, um dem Verbraucher zu helfen, sich gesund zu ernähren. Wobei ich schon der Meinung bin, dass der Mensch auch eine eigene Verantwortung hat. Das heißt, keine Geh- oder Verbotsregelungen, nur eine Hilfestellung. Wir haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, Transparenz und Information für Verbraucherinnen und Verbraucher soll durch eine verständliche und vergleichbare Lebensmittelkennzeichnung gewährleistet werden, um eine ausgewogene Ernährung zu erleichtern. Dafür mehrere wahrscheinlich, aber unter anderem das steht da drin. Dafür brauchen wir ein Nährwertkennzeichnungssystem, wo der Verbraucher alle Informationen leicht verstehen kann. Nachbarländer wie Belgien oder Frankreich
Katharina und ich haben es gehört, macht es uns vor. Da kann auch der nicht gebildete Verbraucher auf einen Blick, unterstützt durch eine einfach zu lesende, breitstufige Farbskala, erkennen, wie die Nährwertelemente zu je 100 Gramm zu bewerten sind. Dass die Kennzeichnung von Lebensmitteln wichtig ist, ist wohl unumstritten. Noch wichtiger aber, meine ich, ist es, unsere Kinder bei der Zubereitung und der Einnahme von gemeinsamen Mahlzeiten Wissen über Herkunft und Bedeutung von Lebensmitteln zu vermitteln. Natürlich ist das in erster Linie eine familiäre Angelegenheit. Aber ich habe bei der Kindertafel in meinem Heimatort selbst lernen müssen, dass die Leitung hier versucht, über das Vermitteln von Know-how an Kinder, diese dazu zu bringen, ihre Eltern zu motivieren, mal wieder selber eine Mahlzeit zuzubereiten. Und die Hoffnung ist dann, dass die Kinder sozusagen ihre Eltern dabei anleiten. Das wird nicht pauschal in unserer Gesellschaft der Fall sein, aber gerade diese Menschen gehören doch zu der Zielgruppe, über die wir heute diskutieren. Ich habe mich dann auch sehr gefreut über Kitas, erste Kitas, wo kindgerechte Küchen eingebaut wurden, um so diese Kleinen den Umgang mit Lebensmitteln bewusster zu machen. Hier aber ist noch viel Luft nach oben. Trotzdem, nur ein solches Wissen kann langfristig flächendeckend dazu beitragen, bewusst mit Lebensmitteln umzugehen. Und mit bewusst meine ich an dieser Stelle nicht nur bewusst mit Blick auf die eigene Gesundheit, sondern auch bewusst mit dem Blick auf die Ressource Nahrungsmittel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Rahmen unserer Debatte wurde heute viel über gesunde Produkte und eine sinnvolle Kennzeichnung von Lebensmitteln gesprochen. Man könnte ab und zu fast den Eindruck bekommen, dass die Probleme so groß sind, dass die meisten Nahrungsmittel uns schneller zum Grab bringen, als uns lieb ist. Und deshalb ist es mir schon ein Bedürfnis, am heutigen Tag der Eröffnung der Grünen Woche einen Wurstfabrikant zu zitieren, der folgenden Spruch geprägt hat. In den 50er Jahren brauchte man 50 Jahre, sich zu vergiften, heute mindestens 80. Liebe Renate Künast, ich frage mich, ob man dann behaupten kann, dass unser Ernährungssystem gescheitert ist. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, die Lebensmittel, die heute angeboten werden, egal aus konventioneller oder Biolandwirtschaft oder auch nicht GVO-frei, sie sind alle unbedenklich, meistens auch gesund, wenn man sich vernünftig ernährt und alles in Maßen genießt. Ich hoffe, dass diese Debatte dazu beitragen wird, dass der Verbraucher sich dessen bewusst wird. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. So, letzter Redner war das hier in der Aussprache. Die Vorlagen, die gehen jetzt in die Ausschüsse und werden dort weiter beraten.